Man hat oft gedacht, Populisten, dass die kriegen immer Konflikte, die können keine gute Partei bilden, also das ist immer kurzfristig. Aber man sieht jetzt doch, dass Front National und FPÖ und Wilders schon ziemlich lange da sind. Also ich denke, man soll damit Rechnung halten, dass die da bleiben. Wilders wird kein Premier, weil eigentlich keine andere Partei mit ihm zusammenarbeitet will. Und in Holland braucht man immer eine Koalition, denn mit 20% braucht er noch 30% mindestens, 31%. Und weil es gibt keine andere Parteien, die mit ihm zusammenarbeiten wollen, also es gibt fast keine Chance. Wir haben schon eine Minderheitskoalition gehabt, die unterstützt wurde von der PVV. Und die PVV hat damals auch Einfluss gehabt. Aber jetzt ist die PVV, die PVV ist, hat ziemlich extreme Maßnahmen befürwortet, die PVV. Und ja, das wird für den Rechtsstaat natürlich problematisch sein. Er versucht natürlich, PVV-Wähler zurückzugewinnen. Und dafür benutzt er eine Sprache, einen Stil, die für PVV-Wähler attraktiv ist. Und das wichtigste Thema für PVV-Wähler ist Immigration und Integration und die holländische Identität. Die Strategie von Mark Rutte ist eigentlich, ein Signal zu geben an die PVV-Wähler. Es hat keinen Zweck, um auf der PVV zu stimmen, denn die kommen doch nicht in die Koalition. Also die bekommen doch keinen Einfluss. Dann kann man besser VVD wählen, denn er hat auch gesagt, ich schließe Wilders aus, aber ich schließe nicht seine Wähler aus. Also ich versuche, diese Wähler zu verstehen und ich versuche auch die Themen, die diese Wähler wichtig finden, versuche ich auch anzupacken. Dann noch wird es natürlich weniger stabil sein, wenn man viele Parteien braucht. Denn jede Partei will doch seine unique selling point auch drin kriegen. Hä? Und ja, das macht es natürlich schwieriger. Und ja, jede Partei kann auch in eine Krise kommen. Und wenn eine Partei in der Krise kommt, dann ist das natürlich, hat das auch wieder Einfluss auf die Regierung. Und wie mehr Parteien es gibt, wie größer die Chance, dass es irgendwo eine Krise gibt. Also ja, es ist weniger stabil. Dieses bestimmte Idee von Islam, da kommt eigentlich schon in den 90er Jahren hat man Samuel Huntington gehabt, der hat gesagt, es gibt eine Clash of Civilizations zwischen vor allem westliche christliche Kultur und islamische Kultur. Das Idee ist dann ganz populär geworden und es gibt Leute, die haben diese Gedanken auch radikalisiert und haben dann in Islam eine ganz gefährliche Ideologie, nicht Religion, aber Ideologie gefunden. Wilders hat das also auch gesagt und ja, er glaubt, dass Islam darauf gerichtet ist, die Welt zu dominieren und jetzt wieder beschäftigt ist mit einem Eroberungskrieg eigentlich. Islam ist ein sehr attraktives, Regenschirmbegriff geworden. Und Wilders hat das introduziert eigentlich als einer der Ersten. Und es erklärt ganz viel für viele Leute. Es es bringt zusammen Terrorismus, Immigration, Probleme mit Integration. Alles kommt dann zusammen in diesem Begriff Islam und auch
kann man sagen, wir bekämpfen keine Rasse, wir sind nicht rassistisch, aber wir bekämpfen eine Religion oder was die Leute sagen, eine Ideologie. Also dann kommt es auch auf eine andere Ebene. Und es ist ein, ja, für viele von diesen Parteien ein ganz attraktives Thema. Das kann man schon sagen. Erstens, es ist eine ganz große Gruppe. Also es gibt ganz viele verschiedene Leute darin, aber es gibt eine Überrepräsentation von verschiedenen Gruppen. Niedrig gebildete Leute sind überrepräsentiert. Universitätsgebildete Leute sind unterrepräsentiert. Ein bisschen mehr Männer als Frauen. Auch Jugendliche, auch ein bisschen mehr. Aber ja, der böse weiße Mann, wie man es oft sagt in Holland, ja, die ist, kann man sagen, ein bisschen überrepräsentiert innerhalb seiner Wählerschaft. Was eigentlich ganz merkwürdig ist, ist, dass seine Partei sich eigentlich kaum entwickelt hat. Es ist noch immer eine Einmannspartei ohne Mitglieder. Er ist der einzige Mitglied. Es ist noch immer ganz amateuristisch, armutig auch. Die Partei hat ja viel Einfluss gehabt in Holland. Man kann sagen, dass das Land ein bisschen gespalten ist über die Frage, wie steht man gegenüber die PVV. Und das ist, ja, das ist eine Partei, wenn man auf eine Familie Ferien Konflikte haben möchte, dann soll man über die PVV reden. Das kann gut Konflikte geben zwischen Leuten. Also ja, so ist es in Holland. Eigentlich kann man sagen, über Geert Wilders und seine Finanzen weiß man nicht so ganz viel. Es gibt Unterstützung aus den Vereinigten Staaten, das wissen wir, aber wie viel? Wahrscheinlich nicht so ganz viel. Aus Israel wissen wir überhaupt nicht, ob da auch wirklich Geld aus Israel kommt. Aber wir wissen, dass Wilders hat ein großes Netzwerk in Israel. Er kommt da seit 1981 oder so, er hat da ganz viele Freunde. Also, und er hat vor allem in der sehr rechte Seite von der israelischen Politik hat er viele Freunde, also Kolonisten und so. Die Likud und Lieberman ist ein Freund von ihm. Er betrachtet Israel eigentlich als eine Art West-Berlin. Ja, wie West-Berlin im Kalten Krieg so ein Vorpfosten war, also ist Israel jetzt auch in der Clash of Civilizations, ist das ein Vorpfosten von der westlichen Zivilisation. Also so betrachtet er das und so kann man, so kriegt das Konflikt zwischen Israel und die Palästinenser auch eine andere Dimension, kann man sagen. Wilders war schon viel länger natürlich in der Politik aktiv, also seit 90er Jahren schon. Und Trump ist ja, ziemlich kurz eigentlich, aber in das Misstrauen gegenüber Islam, über Safety First und diesen Nativismus, das eigene Volk immer zuerst stellen, ja, darin sind die Brüder im Geist, ja, das glaube ich schon. Man kann sagen, dass Marine Le Pen versucht, die Front National ein bisschen, man nennt das de-diabolisieren, entdämonisieren. Also die ist ein bisschen nach der Mitte gegangen. Wilders kam mehr aus der Mitte und ist mehr nach dem Rechtsrück gemacht. Und ja, irgendwo in diesem Prozess haben die einander begegnet. Und gedacht, ja, vielleicht können wir gut zusammenarbeiten, denn wir brauchen auch mehr Zusammenarbeit, vor allem im Europäischen Parlament, denn ohne Zusammenarbeit im Europäischen Parlament kann man da nichts schaffen. Also, die haben ja jetzt eine Fraktion gebildet.
Später ist auch Alternative für Deutschland, hat auch eine klare Rechtsrück gemacht und ja, fühlt sich jetzt auch mehr zu Hause in diese politische Familie, kann man sagen. Also es gibt jetzt eine politische Familie mit Wilders, mit Le Pen, mit FPÖ und auch Alternative für Deutschland. UKIP in Großbritannien ist so noch nicht wirklich rein, aber die kommen vielleicht auch noch. Also so wird das eine mächtige Familie, kann man sagen. Man hat oft gedacht, Populisten, dass die kriegen immer Konflikte, die können keine gute Partei bilden, also das ist immer kurzfristig. Aber man sieht jetzt doch, dass Front National und FPÖ und Wilders schon ziemlich lange da sind. Also ich denke, man soll damit Rechnung halten, dass die da bleiben.